So, was haben wir denn hier? CSL-DD-Pedale, Camus C5. Naja, du. Oh, hier unten noch schönes Gestell, hat nicht wegrutscht. Nice. Das sieht auch sehr weird aus, ne? Aber es erfüllt wahrscheinlich seinen Zweck, du. Geil. So simpel, so gut. Einfach unten reingehängt und ein Stuhl, Pedale dran. Nice. Das ist, glaube ich, irgendwie von so einem Trittding hier, ne? Oder wie das heißt. So ein Trittbrett, geil. Auch schön. Kelevra ist das, glaube ich, ne? Kelevra, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Hier gibt es auf jeden Fall einen mittelgroßen Doggo. Hier wird mit Boxen gefahren. OXLR ist da noch dran. Mosel Wheelbase, Dash ist dran, Shifter mit dran. Das sieht mir nach einem Next Level Racing-Dings aus. Rick, weil das hier hochgehen. Hier ist sogar erweitert worden. Doppelte Shifter, okay. Buttonbox sieht schnieke aus. Stream Deck mit drin. Schön. Da hängen die Lenkräder noch mit dran. Schnieke. Das ist auch schick. Eine deutsche Dogge hast du? Wie, ist das hier wirklich eine deutsche Dogge? Blackie, was haben wir denn zu... Kurze Geschichte müssen wir lesen, ist schwarz gedruckt. 2020 mit Thrustmaster T80 am Tisch angefangen. 20 eine T248 gekauft und eine Tischhalterung, damit bis Juni 2023 ein ganzes Setup neu gekauft. Auf Deutsch erst 22, rede aktiv in Sim Racing. Okay. Okay, das sieht nach einem Track Rig aus. Schön. Getränkehalter ist wichtig mit Shaker. Ich hoffe, da ist was Ordentliches drin. Proteins sind wichtig. Das sieht nach einem McLaren Wheel mit Aufkleber aus. Jo, nice. Schön die Pedale weit auseinander, damit auch Hodenfreiheit da ist. Ne? Blackie sieht schick aus. Was hast du hier noch? Ah ja, guck mal, extra hinten angebaut im Monitor. Schön. Strudel. Kann mir mal einer sagen, warum hier Kiloblöcke Kokain liegen an der Seite? Du, mich wundert das nicht, warum Strudel ständig Disconnects hat beim Rennfahren. Das wundert mich nicht. Im Keller kein Platz mehr. Nee, das ist im Keller kein Platz mehr. Nee, nee, das ist Strudel. Strudel, die alte Nudel. Schön, Max. Es ist auch nochmal ein bisschen Platz geschaffen und dann da reingegangen. Nice. Ich frage mich gerade, warum hier Laminat an der Wand ist. Das Leonardo DiCaprio-Emote dazu, das fühle ich ja. Ja, so meine ich. Jeder fängt mal klein an. Ey, Maga, du. Hauptsache das Bier schmeckt, der Rest kommt von alleine. Du. Spitzen-Setup. Aber ich frage mich, was hier die Notizblöcke... Ach so, wahrscheinlich wegen der Luft unten drunter, ne? Das ist doch mega. Und das Schöne ist, du kannst von überall racen und du wirst überall gleich gut sein. So, wen haben wir denn hier noch? Headlines. Headlines aktuell mit Forde unterwegs und La Prima, also Forde Wheel und La Prima Base. Schnieke, da oben noch ein bisschen weiter das Aluprofil raus für Kopfhörer. Schön. Aber du, eine Sache muss ich hier nochmal sagen, Headlines, mein Guter. Du hast nur wirklich nicht viele Kabel, die kannst du da auch mal in so einen Tunnel reinmachen. Oh, wow. Guck mal, wie das aussieht hier. Wenn du Besuch kriegst, ne, hier unten ist alles aufgeräumt, du. Und den Rest, oh, Dingel, Dangel, Bongel, schmeiß ich einfach runter, da, den Cartoon, du. Mach das mal ein bisschen schnieke hier. Kannst ja zumindest ein bisschen verstecken. Aber ansonsten ist das schnieke. Das ist geil, Alter. Kannst hier einfach rüberrutschen, einen Schritt, und dann bist du drinnen. Morgen, heute keinen Bock mehr gehabt. Okay. Es sei dir verziehen. Michael Bremer, liebe Grüße, Bremi. Oh, Inverted. Inverted-Pedale, sogar mit Hyper-Emotions. Ich glaube, Bremi wollte ein Video machen und diese super krassen Transitions für TikTok machen. So diese... Aber er hat ein Foto gemacht. Bremi, schön Inverted. Bremi, falls du das hörst, ne, und das siehst. Ich nehme dich mal kurz mit auf eine Reise. Dizzy vor, sagen wir mal, 6 Jahren. Fotos, immer in der Bewegung, im Laufen, weil das kann man ja einfach nebenbei so machen, weißt du? Bang, bang, bang. Spielt auch gar keine Rolle, welches Telefon das war, welche Kamera das war. Immer verwackelt, also wirklich nonstop alles verwackelt und auf die Schnelle immer reingehauen und Feuer gemacht. Und dann sahen die Fotos so aus. Bremi, ich fühle dich, Maga. Und weißt du was? Ich halte dir das nicht mal vor. Weil ich sehe das trotzdem, weil ich mir jahrelang auf meinem eigenen Telefon so eine verwackelten Fotos angeguckt habe. Ich habe mittlerweile einen Filter drin, der die wieder scharf macht. Schönes Rig. Schönes Rig. Wahrscheinlich. Ja, hier oben steht schon Qualifying drin, wahrscheinlich, oder? Nee, es war Practice. Das war nur Request UK. Wahrscheinlich mit einem Qualifying. Bremi, dafür brauchst du dich überhaupt nicht entschuldigen. Echt nicht. Ich meine das nicht böse. Gar nicht. Ich finde das super gut, weil mich das an mich selber erinnert. Und ich sehr sympathisiere mit dir. Ich sympathisiere extrem mit dir, gerade weil ich das... mich gerade selber wiedererkenne. Und das ist sehr aufgeräumt, das Rig. Das ist sehr aufgeräumt und sehr schön. Und ich finde, das Porsche steht dir sehr gut. Das ist ein schönes Rig.
Aber ich glaube, Bremen hat sich schon mal das Knie gestoßen beim Aussteigen. Ist eine schöne Ecke, die ist schön aufgeräumt. Sieht, oh, was ist denn hier los? Mr. Trip Hayes. Der Name ist Programm. Oh, wow. Was ist denn das für eine Tapete, Alter? Aber auch mit Schwarzlicht hier, ne? Ja, muss ich mir jetzt Schwarzlicht ranbauen? Ich möchte übrigens kurz anmerken, das ist jetzt übrigens nicht auf die, das ist übrigens nicht auf die Dings bezogen, auf die Firma. Aber nur weil dir eine Firma 20 Aufkleber schickt, heißt das nicht, dass du 19 davon verwenden musst. Einer reicht. Spielt keine Rolle, welche Firma. Ein Aufkleber reicht. Aber hier wird definitiv Rallye gefahren. Aber warum ist da Rallye drin? Und dann... Okay, das ist wilde Anordnung, aber gut gelöst. Nice. Schön. Ich muss das Bild wegmachen. Jetzt werden hier schon YouTube-Videos geschickt. YouTube-Videos können wir... Wir können jetzt keine YouTube-Videos gucken. Das ist Kevin. Hier wird gedriftet, so wie das klingt. Okay, auch Schnieke. Ah, hier kommen noch ein paar mehr Bilder dazu. Das sieht so ein bisschen nach Schweißen aus, ne? Ich kann das so fühlen, den Scheiß hier. Das hat mir auch die ganze Zeit aufgeregt. Hier ist alles geschweißt. Oh, cool. Das ist quasi alles Marke selber, Marke Eigenbau hier. Ah, cool. Das sieht schön aus. Schön nochmal selber zusammengeschweißt und zusammengeschraubt. Das lag beim Chef noch in der Garage rum, ne? Oh, Waldhauser. Unser Teamraum. Hier wird zusammen trainiert und das ein oder andere Endo gefahren. Hat sich ja einiges getan in den letzten anderthalb Jahren. Was, jetzt kommen Leute schon mit. Alex, wir müssen noch mal reden. Also so könnte das auch aussehen in dem Yi-Teamraum. Das ist wirklich schön. Das ist alles schön aufgeräumt. Das sieht ganz toll aus. Hier noch zum Zugucken wahrscheinlich, ne? Geil. Das ist wirklich ganz schön. Hier wurde noch mal was dazu. Schraubenschlüssel dran. Okay. Kein YouTube-Video mehr. Oh, hier ist ein Bassshaker dran. Hier wurde doppelt aufgesetzt. Okay. Hier ist nochmal eine Schiene dran. Das sieht wirklich toll aus. Schön aufgeräumt. Alles ordentlich. Das gefällt mir auch sehr gut. Schön weiß gehalten, schön hell gehalten. Und dann ist wahrscheinlich nachts auch noch bunt, ne? Ja. Das ist wirklich prima. Was ist denn das hier? Mikrofon? Ah, irgendwie ist das auch noch was. Aber keine Ahnung was. Kamera? Ach so, das ist die Kamera wahrscheinlich, ne? GoPro. Ja. Das. Das ist die Kamera fürs Lenkrad. Das ist die Lenkradcam, ja. Und hier ist die richtige Cam. Hier wird Content gemacht. Sag's, wie es ist? Schnieke. Was ist denn heute für ein Datum? 27.11. Ich probiere es. Naja, du probieren geht über Studieren, ne?